Willkommen zurück beim Magazin. Jeden Mittwoch wollen wir zusammen mit dem Diakoniekrankenhaus Rothenburg Sie über die Themen Gesundheit und Medizin informieren. Das Ganze im FAN Medizin Talk. Der Gesundheitstalk wird Ihnen präsentiert von der Seniorenbetreuung Rose aus Dörferden. Seniorenbetreuung Rose. Verlangen Sie mehr. Und dazu begrüße ich heute an meiner Seite Dr. Christian Schippers. Er ist der Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Vielen Dank, ich freue mich. Wir wollen heute uns ein bisschen unterhalten über die dentale Implantologie. Also ich sage jetzt einfach mal ganz platt über den Zahnersatz. Was zeichnet denn diese Implantate aus? Das Implantat ist nur ein Hilfsmittel, um Zahnersatz zu machen. Mhm. Auf einem Implantat können Sie weder beißen noch kauen noch sonst etwas, sondern Sie brauchen es, um Zähne ans Halten zu bekommen. Mhm. Jeder kennt die Situation des Zahnverlustes. Meistens ja mit dem Milchzahn fangen wir an. Diese Zähne ersetzen wir nicht durch Implantate. Aber dann im weiteren Leben, wenn Zähne entweder durch Unfall, durch Zahnerkrankungen verloren gehen, haben wir durch die Zahnimplantate die Möglichkeit, dieses Organ, das Kauorgan, wieder anatomisch zu ersetzen. Das bedeutet, der Unterschied zwischen zum Beispiel einer ganz normalen Prothese ist, dass der Zahnersatz da sozusagen wirklich reingeschraubt wird, oder? Vollkommen richtig. Die Zahnprothese sitzt durch Druck, durch Unterdruckkräfte auf dem Kieferkamm. Würden wir aber die Prothese mit Zahnimplantaten fixieren, würden diese so feste sitzen wie natürliche Zähne mit einer Wurzel im Knochen. Das ist ja der Wahnsinn. Kann so ein Implantat jeder bekommen? Im Prinzip ja. Mhm. Keine Regel ohne Ausnahme. Wir unterscheiden zwischen allgemeinen Kontraindikationen, also Gegengründen. Das ist ganz wenige Erkrankungen des Knochens und des Immunsystems, die zu vernachlässigen sind, und dann spezielle Gründe, was jetzt im Kiefer da ist. Sie sind ja direkt an der Quelle, das heißt, Sie können mir hoffentlich die nächste Frage beantworten. Wie akzeptiert ist diese Methode mittlerweile? Wird die immer beliebter, wird die immer gefragter? Also ich denke, dass mittlerweile die Zahnimplantation ein absolut gängiges Verfahren ist, wo man keine Angst mehr vorhaben muss. Nicht wie so vor 10, 15 Jahren, wo man noch Ressentiments dagegen hatte, wo man Angst hatte, dass man sagte, oh, das ist ein operativer Eingriff. Ich denke, durch die Erfolgsstatistik weltweit ist die Implantologie anerkannt in allen Bereichen. Da muss man keine Angst haben. Sie haben im Vorgespräch etwas sehr, sehr Spannendes gesagt. Sie haben mir gesagt, dass wir in Deutschland die günstigsten Implantate haben. Und zwar, Sie glauben, weltweit. Wie kommt das? Wie kommt das? Das ist ganz interessant, weil das Gesundheitssystem in Deutschland, glaube ich, auf der einen Seite sehr, sehr günstig aufgestellt ist, dann, wenn man es selber bezahlen muss. Wir haben Patienten bei uns im Krankenhaus, die aus Kanada kommen, die aus Amerika kommen, die aus den skandinavischen Ländern kommen, um Implantate bei uns zu bekommen. Es lohnt sich, wenn Sie in Nordirland wohnen, es lohnt sich für Sie, den Flieger zu nehmen, nach uns zu fliegen, Hotelzimmer, die Versorgung machen zu lassen und dann wieder nach Irland zurück. Genau das Gleiche in Skandinavien oder in Kanada oder in Amerika. Und wie kommt es dann, dass zum Beispiel, es gibt ja auch so Reisen, die angeboten werden, zum Beispiel, ich sage einmal mal nach Tschechien oder Polen, ein bisschen Urlaub, ein bisschen Zähne neu, alles super günstig. Wo ist der Haken? Haken kann man nicht sagen. Ich glaube, dass die Kollegen, die Sie behandeln, sicherlich die gleichen Fertigkeiten wahrscheinlich haben wie wir. Ich glaube auch, dass sie den gleichen medizinischen Ethos haben wie wir. Aber der entscheidende Unterschied wird wahrscheinlich sein, aus meiner Sicht, dass sie Materialien verwenden, dass sie das, was eingesetzt wird, dass das eben nicht den Standard hat, das, was bei uns benutzt wird. Unglaublich spannend. Vielen Dank an Dr. Christian Schippers. Er ist Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie im Diakoniekrankenhaus Rothenburg. Und wir haben uns heute über die dentale Implantologie unterhalten. Und für was Sie sich dann am Ende für Ihre Zähne entscheiden, das bleibt natürlich dann auch Ihre Wahl immer. In der nächsten Woche werde ich Dr. Björn Klaasen, Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, begrüßen. Und wir werden über das Schnarchen sprechen. Also besonders natürlich würde es die Frauen interessieren, wie man das bei den Männern dann vielleicht auch wegbekommt. Das Ganze dann natürlich im FAN Medizin Talk. Der Gesundheitstalk wurde Ihnen präsentiert von der Seniorenbetreuung Rose aus Dörferden. Seniorenbetreuung Rose. Verlangen Sie mehr.